Hallihallöchen und willkommen zurück zu einem weiteren Part. Mein Name ist Gelato86 und wir spielen das Spiel Let It Die. Ja, ich habe jetzt mir einen neuen Charakter erstellt und zwar ist das jetzt ein Charakter. Der hat jetzt zwei Sternchen. Und zwar hat er irgendwie 4000 gekostet. Und ja, der ist halt Level 1, hat aber schon so viel Stärke und so weiter. Und ich dachte, ich level den jetzt ein bisschen, obwohl ich jetzt schon auf Ebene 11 bin. Hier gibt es auch einen Boss. Mal gucken, was wir hier ausrichten. Entweder ist okay und ich komme hier klar oder ich verrecke hier, weil ich Level 1 bin. Ich probiere es einfach. Mal gucken, was uns passiert. So, den Gegner sind wir noch nicht begegnet. Kann ja wohl noch kommen. Okay, da ist direkt einer. Okay, er zieht extrem viel ab. Obwohl ich eine gute Ausrüstung hatte. Nee. Dann machen wir das doch ein bisschen anders. Das wird jetzt voll der Fail. Ah, das macht nichts. Wir nehmen. Ja, wir werden dann mit einem anderen Charakter spielen. Ich habe auch noch andere Charaktere. Dann werde ich den ein bisschen offline hochtrainieren. Vielleicht bin ich doch noch zu schwach mit Level 1. Ja, der hat auf jeden Fall sehr viel Damage gemacht, obwohl ich eine richtig gute Ausrüstung hatte. Ich verstehe das gerade nicht. Naja, gut. Wie gesagt, ist nicht schlimm. Wir haben noch andere Charaktere, mit denen wir spielen können. Oder? Ich hole den Charakter zurück. Das kostet aber Cash. Cash in der Tasche. Haben wir Cash in der Tasche? Ich glaube schon. Jetzt will ich mal gucken, was es kosten würde, ihn wiederzubeleben. So. 9000. 9000, weil er so ein... Ja, warum? Weil... Ja, ich weiß warum. Okay, wir machen das so. Ich nehme jetzt erstmal wieder Katie. Und belebe ihn wieder. Und wir probieren es nochmal. Weil das kann nicht sein, dass ich da irgendwie so schnell verrecke. Und ja, man kann auch, also auf jeden Fall hier vorne kann man auch die Kämpfer zerstören lassen und dadurch kriegt man Seele, also diese blauen Punkte. Ich habe jetzt die Molly oder wie die heißt zerstört und dafür habe ich halt 0 bekommen, weil sie Stufe 1 war. Dementsprechend, wenn man die halt irgendwie hochgelevelt hat und dann kaputt macht, bekommt man für die halt auch Punkte. Und das ist ziemlich gut gemacht, weil du dann halt quasi... Ja, Charaktere, die du nicht mehr brauchst, kannst du einfach dann halt quasi kaputt machen. So, hier haben wir 10.000. Okay, perfekt. Ja, das Geld lasse ich einfach hier drinne. Ist ja auch sowas wie ein Depot, wie so ein Lager. Wenn ich es brauche, hole ich es einfach ab. So, wo müssen wir hin? Wir müssen dahin. Ja, dann belebe ich die jetzt einfach wieder. Ist ja nicht schlimm. Die 9000, ja, was soll's, die kriege ich sowieso wieder schnell rein. Weil ich habe halt echt eine gute Rüstung mit dir. 448, 52 und 15, also es ist eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht, warum ich verreckt bin. Vielleicht hat der Typ auch einfach Sau Damage gemacht. War ja auch ein scheiß Hater. Ja. Na gut, so ist das aber. Da kann man nichts machen. So, dann stelle ich die, während ich unterwegs bin, auch noch als Verteidigung ein. Nein, kein Wrestling-Move. Verdammt. Jo. Ja, komm schon. So, Warteraum... Hier das können wir noch nicht. Genau, dann stellen wir die hier. Dann haben wir da vier Charaktere. Ich denke mal, damit kann ich den einen oder anderen schon abschrecken. Ne, dass er mich nicht angreift. Und wenn, muss er gegen alle meine vier kämpfen. Das Doofe ist halt, es ist nach und nach, dass man nach und nach gegen die kämpfen muss. Aber ich sag mal, wenn sich der Spieler doof anstellt, weil die NPCs, die sind einigermaßen schon schlau gemacht. Also die sind nicht doof.
Manchmal schon, aber zum größten Teil sind die halt schon schlau gemacht. Und deswegen, wenn er sich halt doof anstellt, der Spieler, dann werden die zermetzelt von meinem Spieler. Und dann passt das schon. So, wir probieren es nochmal hier. Kostet ja nichts von dem Aufzug. Wir hätten es natürlich auch anders machen können. Ich hätte auch jemand anders mitnehmen können, einen anderen Charakter. Hochgefahren, dann gegen mich selbst wieder gespielt, weil wenn ich auf dem Stockwerk verrecke, dann muss ich ja gegen mich selbst kämpfen, weil ich da oben dann als Leiche rumlaufe. Aber das Problem ist, ich weiß nicht, wenn ich dann meinen Kampf wieder einsammle, ob ich dann noch die ganzen Items habe. Also sprich in der Tasche und die ganze Ausrüstung so. Deswegen war ich mir unsicher, deswegen habe ich quasi für 9000 wiederbelebt. Weil ich weiß nicht, ob ich halt die Ausrüstung direkt bekomme oder halt nur den Körper. So, second try. Diesmal wird das aber was. So, wo ist der scheiß Header? Da ist der scheiß Header. Eine Knarre. Krass. Gut, das war jetzt ein anderer Hater. Aber der hat eine dicke Knarre gehabt. Und ein neuer Bauplan, sogar der Glitzer. Das heißt, die ist bestimmt geil. Bestimmt was Seltenes. Ein C-Pilz, Verteidigung plus 50. Aber die Knarre wurde jetzt nicht gespawnt, ne? Ne, die liegt da nicht. Sieht aus wie so ein Sniper. Genau, wir müssen immer noch die Tiere sammeln. Also hier ist auf jeden Fall auch ein Boss auf dieser Ebene. Ich weiß nicht, was hier kommt für ein Boss. Was ist das denn? Ein Krebs? Ein Krebs tatsächlich. Das ist ja cool. Können wir direkt alles schön gebraten. Und hier gibt es in der Kanalisation weiter. Interessant. Stimmt, ich hätte den Pilz auch braten können. Warte mal, können wir machen. Oder? Ach, egal. Egal, lassen wir den mal da hinten in der Ecke liegen. So, wie, kann ich die Pilze nicht direkt jetzt schon braten? Ich glaube, die kann ich an Feuer oder ich muss die halt. Weil ich kann sie nicht anvisieren wie Tiere. Weil die Tiere kann ich anvisieren, da kann ich die direkt schön braten und die kann ich das nicht anvisieren. So, wahrscheinlich muss ich hier lang, oder? Nein. Not this way. Noch ein Bauplan, was geht denn jetzt ab? Gibt es hier nur geile neue Baupläne oder was? Das ist doch toll. Bitte mehr davon. Na, wo ist der nächste Header? Oh, hier geht's nach Sejan. Aber hier gibt's auch einen Boss. Egal, gehen wir nach Sejan. Ich denke mal, hier muss ich auf jeden Fall mal eine Zeit lang farmen, weil das ist komplett neues Gebiet für mich. Hier habe ich noch gar nichts gefarmt. Mal gucken, was ich hier so Tolles noch finde. Weil jetzt momentan laufe ich immer hoch, hoch, hoch. Aber ich muss hier die paar Stockwerke noch richtig gut farmen. Mal gucken, was man hier so für Baupläne, Materialien und sonst was bekommt. Ja, auf jeden Fall haben wir nicht alles hier aufgemacht. Da gab es noch viel mehr Zeug. Jäger entsandt. Okay. Du hast Post und neue Quests. Alles klar. Und ich habe wieder Post. Das ist doch schön. Schauen wir mal. Von Onkel Tod. Ja, ich bin's. Ach, wie schön es ist, den Himmel zu sehen. So ein Gefühl der Freiheit. Atme tief durch. Oh, warte, die Atmosphäre ist giftig. Also, wenn ich darüber nachdenke, mach's lieber nicht. Ups, die Gegend zwischen den 11. und den 21. Stockwerk heißt Jacksons Gegend.
Und wo wir gerade beim Thema sind, darf ich dir dem neuen Wandmarkierung erzählen. Diesmal ist es ein Falkenwappen mit Kriegsembleme drauf. Bedenklich was? Übrigens, bis hier waren viele Feinde mit DoD-Arms ausgerüstet, nicht wahr? Ab hier siehst du mehr Kriegsemblem-Ausrüstung. Wenn du mehr Magazine-Seite findest, weißt du Bescheid. Bis denne. So, was haben wir noch für ein Zeug? Lieber Senpai, bla bla bla. Krieger, Pilz, bla bla bla. Okay, die hat mehr Quests, bla bla bla. Besondere Pilze. Lieber Senpai, ich bin's. Der Fähigkeitenpilz, den du gerade gefunden hast, ist sie nicht? Glaub mir, du kannst den Pilzprofi gegen Abziehbild eintauschen. Sie sammelt sie. Sie baut scheinbar eine riesige Pyramide aus Fähigkeitenpilzen. Übrigens, es gibt mehrere Arten von Fähigkeitenpilze und die Abziehbilder kommt auch auf die Qualität der Pilze an. Bis denne. Hä? Was für ein Pilz meint er? Habe ich irgendeinen Pilz bekommen, den ich nicht fressen sollte? Ich weiß nicht, was du meinst, Onkel. Dort. Was? 39 schon? Und ich bin Level 1. Das sieht mir sehr, sehr nach unfair aus. Aber da sieht man, es ist scheißegal, was für ein Level, so gesehen. Es ist wichtig, dass man halt eine gute Waffe hat und eine gute Ausrüstung. Mein klar, man muss die Ausrüstung tragen können. Elektroschock, 500 Angriff, das ist ja cool. Wir haben jetzt wie viel? 218. Ja, damit kommen wir gut Level hoch. Wo ist da was? Irgendwas höre ich doch da. Oha. Level 42er. Scheiße. Ich weiß noch, ich hatte richtig Respekt gehabt, als ich Level, weiß ich nicht, 15 oder so war. Und da war ein Level 30er Hater. Und da hat mich gekillt das erste Mal, glaube ich. Das war der zweite Tod insgesamt. Machete. Oha. Nein, der lebt noch. Nein, nicht noch eins fressen, scheiße. Eigentlich wollte ich hier so eine Ratte essen. Nein! Boah. Jetzt hör mal auf, mich da zu schlachten, du hässlicher Vogel. So. Ja, geht doch. So, was hat der Typ hinterlassen? Eine Dschungelmachete. Oh, die ist sogar cool. Das ist auch mit zwei Sternchen. Das ist eine neue. Das ist keine Machete. Nein, es ist eine Dschungelmachete. Die macht mehr Damage. Schockpilze. Ich glaube, die tun diese Granatenpilze ablösen, weil die ja 500 Damage machen. Was ist denn hier los? Was ist das für ein Gas? Das gefällt mir nicht. Wo bin ich hier zum Teufel? Kalberg. Stimmt, das ist schon zum zweiten Mal, dass ich das finde. Das ist, glaube ich, das neue Eisenschrott oder so. Puh. Nein, geh weg, geh weg. Nein, 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 nein. Verdammt, verdammt, was mache ich, was mache ich? Oh, Glück gehabt. Verdammte Wurst. Nee, die geht runter.
Boah, ziemlich krass, was hier für Gegner kommen. Wahrscheinlich muss ich schon hier irgendwann mal Level abbekommen, oder? Weil ich muss hier gegen... Oh, das ist sogar eine bessere Waffe. Was ist das denn? Ein Panda mit Maschinengewehr. Krass. Ist das eine Falle? Ne, ist ein Briefkasten, okay. Sah aus wie eine Falle. Wo zum Teufel bin ich hier gelandet? Und das ist sogar ein besserer Werfer. Der ist normal und der hat hier so ein gelbes. Auf jeden Fall gibt es eine neue Waffe. Wahrscheinlich diese Baupläne, die ich gefunden habe, sind genau diese neue Waffen. Das ist cool. Wenn es so ist. Okay, so viel Damage macht es jetzt nicht, aber das ist auch, wenn sie Stufe 1 ist. Also die Waffe. Und sonst hätte ich bestimmt damit gut Damage gemacht. So, sehr nice. Na komm her. Na gut, solange du mit dem Dreier-Kombo weg ist, doch gut. Was hat der denn da? Schon wieder so eine Machete? Also ich habe momentan echt Respekt vor diesen Gegnern. Aber hier gibt es auf jeden Fall neues Zeug zu farmen, das ist gut. Das gefällt mir hier. Öl ist das, dieses Pflanzenöl diesmal? Tatsächlich Pflanzenöl. Oh, auf dieser Biene werde ich auf jeden Fall farmen. Ah, oh, nice. Das ist echt nice. Wo bin ich hier? Wo bin ich hier? Was mache ich hier? Wieso bin ich hier? Oh, hier geht's weiter. Allerdings von der anderen Seite. Das würde ich mal sagen, haben wir Pech gehabt. So, dann wieder zurück. Hier gibt es aber noch einen zweiten Gang, und zwar der lila, ne? Vielleicht sogar da hinten. Mal gucken. Ich weiß gar nicht, was ich hier suche. Ich bin Level 1. So ein Nervenkitzel suche ich, glaube ich, hier. Naja, macht ja Spaß. Aber auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal farmen. Weil hier gibt es so geile Sachen anscheinend. Richtig gute Sachen. Und ich muss wirklich rausfinden, wann ich dann über Level 25 komme. Oder über 26. Also auf jeden Fall über die Anfangslevel. Weiß ich nicht, ob ich dafür was machen muss. Vielleicht noch einen Boss besiegen oder keine Ahnung. Ist hier was? Oha. Definitiv. Da ist ein Hater. Da war ein fucking Hater. Nein, geh weg, geh weg. Schrei nicht so, Bitch. Also diese Blechbüchsen, die sind ja auch neu, diese MK2. Allerdings sind sie genauso scheiße wie der Vorgänger. Ich habe das Gefühl, die sind genauso schwach. Oder? Oder irre ich mich? Oh, wie geil, neues Material. Das ist so geil. Ich würde so farmen hier. Ah, das wird so toll. Neuer Bauplan, schon der dritte. Boah, ich glaube, ich muss langsam zurück und gucken, was das ist. Geht's hier weiter? Oder brennt es? Da wollen wir nicht hin.
Ah ja, genau, und hier geht's noch weiter nach oben. Egal, wir gehen jetzt einfach nach oben die ganze Zeit. Entweder ich verrecke oder ich finde einen Aufzug. Das ist jetzt erstmal hier so ein Tunnelblick nach oben. Weil wenn es läuft, dann läuft es gerade gut. So, wir sind schon in Bene 13, geil. Gibt es einen Aufzug? Nein, gibt es nicht. Aber wir können wahrscheinlich zurück mit dem Türkisen und dort gibt es einen Aufzug, oder? Oh Mann, oh Mann. Wenn man sich die HP oben links anguckt. Voll krass. Ja gut, so. Schon wieder neue Quests. Und wieder irgendein Gegner wurde auf mich entsandt. Ich habe Angst. Level 49 schon. Alter Schwede. Was ist denn los? Mach doch. Ich muss schon sagen, warum machst du nicht den Finishen? Warte mal, wo ist jetzt der Hater? Da ist doch irgendwie ein Hater, da kämpft doch jemand mit jemandem. Ich hör's doch. Nein! Oh, jetzt ist es passiert. Jetzt ist es passiert. Nee, nee, wir wollen nicht wiederbeleben. Auf jeden Fall, wir haben drei Baupläne mit ihr. Kill it by. Aha. Okay. Auf jeden Fall jetzt erstmal wiederbeleben. Ich hoffe, wir haben das Geld dafür. Mal gucken. Ja, das geht ganz schnell. Klar, ich meine, ich war Level 1, aber ich habe ziemlich lange ausgehalten, oder? Definitiv. Und hier sind Level 40er unterwegs. Level 49er. Das heißt, ich muss langsam irgendwas machen. Ich weiß aber nicht was, damit ich ein Upgrade bekomme. Damit ich über 25 komme. Naja, das werde ich noch rausfinden, was man da machen muss, um, ja, wie gesagt, um Level über 25 zu kommen. Du hast einen neuen Kämpfer kaufen. Ach, du kannst. Ja, kann ich. So, das kostet 17.000. Ah. Das ist schon viel, ne? Das ist schon richtig viel. Was machen wir denn jetzt? So, wir machen das so. Ich mache jetzt einen neuen Charakter. Und zwar den mit zwei Sternchen. Kann ich dann auch direkt mal zeigen, wovon ich gequatscht hatte. So, das ist Rang 1. Das sind so quasi die ganzen Klassen. Hier mehr Geschwindigkeit, mehr Glück und so weiter und so fort. Und hier ist halt Rang 2. Oh, hier haben wir jetzt auch neu bekommen. Davor konnte ich nur zwei Stück. Auf jeden Fall habe ich hier einen Stürmer. War das der hier? Genau, der hat direkt 35 Stärke. Und der erste Stürmer hat nur 20 Stärke. Und der Sternchen 2 Stürmer hat schon 35. Also auf jeden Fall ist das geil. Oder halt Sammler. Ne? Und was man so machen kann. Also auf jeden Fall, ich werde mir, glaube ich, noch einen Sammler machen. Ja, und den werde ich dann trainieren. Ja, machen wir uns einen Sammler. So, ich nehme mal das Mädchen, das sieht immer am besten aus. Also dieses Avatar oder dieser Avatar. Der Leichensack. Jetzt blups. Das Spiel ist so bekloppt geil. Und wieder tanzt. Das ist so geil gemacht. Das ist so gut gemacht, das Spiel. So, auf jeden Fall zwei Sternchen, Stürmer ist tot. Und so gesehen könnte ich zum Beispiel die jetzt verkaufen und könnte mir halt ein zwei Sternchen holen, weil das wäre dann viel besser. Dann hat sie viel mehr Attribute und so weiter und so fort. Deswegen, ja,
So, wir werden jetzt die nehmen. Mal gucken, vielleicht hat sie auch mehr Tasche jetzt. Also mehr Totentasche oder wie das heißt mit Sammler. Also die normale hatte 30 gehabt. Und die hat. Die hat 33 Plätze. Oh, wie geil ist das denn? Oh, das ist ja richtig geil. Mit der kann ich so schön farmen. Die muss ich aber ein bisschen hochleveln. Oh, wie geil. Ich habe Post. Was ist los? Wer will was von mir? Ah, Onkel tot. Mehr Käufe, bla bla bla, Kämpfe, bla bla bla. Achso, ja, das kennen wir schon. Meisterlevel, haben wir da was gemacht? Wir haben lange nicht mehr mit der Faust gekämpft. Wir haben echt lange nicht mehr mit der Faust gekämpft. Mich würde halt interessieren, was noch die ganzen anderen Waffen und so sind, ne? Es ist bestimmt auch so ein geiler Scheiß noch. So, wir haben jetzt kaum Geld. Das heißt, ich habe immer ein Notgroschen bereit und zwar hier drinne, glaube ich. Ja, hier sind 10.000. So, 10.000. Wir haben davon noch was. Genau, das können wir direkt abnehmen und jetzt was verbessern. Weil ich habe immer Angst, viel mit mir zu tragen, weil ich dann wahrscheinlich ausgeraubt werde und dann wird das alles geklaut. Deswegen will ich nicht so viel mittragen. Und wenn ich es habe, direkt hier in die Tresore upgraden. So. Genau, das meine ich. Dass wir jetzt das erstmal upgraden auf 100.000 und dann haben wir beides auf 100.000. Wenn es fertig ist. 50 Minuten. Bart weiß ich mittlerweile auch, was das ist. Das ist nämlich da, wenn ich die Leute klaue. Da stecken die nämlich im Bart drin. Aber wie das funktioniert, ob ich den dann für immer behalte oder er zurückgeholt wird oder so, das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Und Kämpferkultur ist klar, können wir mehr Spieler mit bei uns haben und so weiter und so fort. Ja. Bin auf jeden Fall zufrieden. Muss halt noch sehr viel farmen, glaube ich. So, mit unserem Notgroschen können wir. Wir haben 18 Stärke und wir haben 220 Leben. Können wir auf jeden Fall schon mal irgendwas holen? Ach genau, die ganzen Baupläne. Ja, scheiße. Ich kann die gar nicht angucken. Zumindest noch nicht. Boah, wie krass, schon auf 192. Hohoho. Oh, das ist geil. Machen wir auf jeden Fall in Entwicklung geben. Was? Das kostet schon so viel? An der blauen Flamme. Krass. Okay, aber auf jeden Fall ist das ziemlich geil. Dafür brauche ich aber viele LP. Aber das bekomme ich ja, wenn ich jetzt paar Levels ab bin. Was ich mir auf jeden Fall erstmal kaufen kann, ist eine Hose. Ja, und dann werde ich die erstmal leveln. Dann werde ich die erstmal leveln. Das kann ich nicht anziehen. Das kann ich anziehen. Dann werden wir uns das mal kaufen. So, dann brauche ich noch einen Hut. Dann nehmen wir den hier. Und natürlich einen Hammer. So. Ja, und schon sind wir out of money fast. Come back Come back anytime. Ja, jetzt habt ihr mal so gesehen, wie das funktioniert, wenn man sich einen neuen Charakter erstellt. Und so wie die ersten paar Sekunden aussehen. Ja, und dann werde ich jetzt so auf in die große Welt und leveln gehen. Dann würde ich mal sagen, dass mein Part hier erstmal aufhört. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet im nächsten Part. Mein Name ist Gelato86. Bitte bewertet auch den Part. Würde mich auch freuen, wenn ihr mich abonniert. Und ja, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin sage ich bye bye, winke winke und ciao ciao.